Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie man einfach ein Bild erstellt aus Kompositionen, die schon da sind. Und das Ganze lizenzfrei, das heißt ohne irgendwelche urheberrechtlichen Ansprüche, damit ihr das auch im Unterricht, online, überall verwenden könnt, ohne damit in rechtliche Konflikte zu kommen und trotzdem kreativ sein könnt. Ich gehe dazu auf die Seite pixabay.com und da kann ich komplett Public Domain Bilder, also gemeinfreie Bilder suchen. Ich hätte gerne einen Bildschirm, einen Monitor, irgend sowas. Schau mal hier durch. Shutterstock, das sind die lizenzierten Bilder, die sind kostenpflichtig und darunter geht es dann los mit gemeinfreien Bildern. Das hier gefällt mir ganz gut. Gibt es in verschiedenen Größen und man sieht auch hier schon Lizenz CC0 Public Domain. Da kann man also sehen, man muss nicht mal den Namen nennen, darf dieses Bild sogar kommerziell weiterverwerten. Ich lade es mir also runter in der Größe M. Das scheint mir groß genug. Ich öffne es auf meinem Computer. Dann habe ich hier so eine Vorschau mit STRG und A. Steuerung und A kann ich alles kopieren, markieren, mit Steuerung C alles in den Zwischenspeicher packen und auf Imgur, das ist so ein Bilderservice, wo ich einfach aus meinem Zwischenspeicher Bilder hochladen kann ins Web, kann ich es jetzt ins Netz laden und habe damit eine eindeutige URL, also eine Grafikadresse, wo es permanent erreichbar ist. Dann öffne ich einen Fotoeditor, dann nehme ich Pixlr. Hier gibt es einen Editor und eine Web-Applikation. Ich muss also keine Software runterladen, sondern kann direkt online arbeiten. Kann jetzt hier ein Bild von einer URL öffnen, gebe die gerade gespeicherte ein und habe jetzt das Bild. Das ist im Moment noch als Ebene gesperrt. Mit einem Doppelklick auf das Schloss wird die Sperrung geöffnet und es wird jetzt bearbeitbar. Ich kann hier diesen Farbinhalt weiß auswählen und löschen. Das gleiche hier und da. Und jetzt hätte ich gerne als Hintergrund irgendwas mit Stein oder Fels. Ja, gehen wir mal ein Fels und eine Textur, auch bei Pixabay. Ja, das sieht doch toll aus. Ja, eine schöne Felsstruktur. Also auch hier, dann nehme ich jetzt mal eine Nummer größer, kostenloser Download, öffnen im Preview. Und so schaut das dann aus. Ein bisschen kleiner machen. Alles wieder markieren, kopieren, wieder auf Imgur hochladen. So, da habe ich es. Sehr schön. Grafikadresse kopieren. Ich gehe wieder in meinen Fotobearbeiter und jetzt füge ich eine neue Ebene hinzu von einer URL als Ebene. Meine gerade gespeicherte gebe ich hier ein. Genau, jetzt kann ich das anpacken und die Größe ändern, so wie ich es eben brauche hier. Ich ziehe das einfach komplett über alle vier Ebenen drüber. Zack. Und jetzt noch die Ebene in den Hintergrund packen. Sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt noch eine schöne Schriftart auswählen. Dazu nehme ich Alhambra. Die schaut so ein bisschen kalligrafisch aus. Gibt es auch ebenfalls kostenfrei hier unter diesem Link. Freier Download. Kommerziell und nicht kommerziell. Kann man also damit machen, was man will. Außer die Schriftart selbst weiterzugeben. Okay. Ich lade mir also die Schriftart runter, installiere die auf meinem Rechner. Diesen Zwischenschritt müsst ihr selber machen, aber wenn ihr das getan habt, habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, die Schriftart auszuwählen. Alhambra, da haben wir es. Und jetzt schreibe ich hier rein, die 10 Gebote und die hätte ich gern noch ein bisschen größer. Hui. Und zentriert das Ganze. So schaut es gut aus. Von der Farbe her nehme ich mir einfach was aus dem Bild raus. So. Gut, okay. Und jetzt noch einen Effekt hinzufügen für diese Ebene. Am besten so eine abgeflachte Kante irgendwie. Nach innen oder nach außen. Eigentlich nach innen. So, als ob das so ein bisschen eingemeißelt wäre. Gut, dann kann ich diese Ebene wiederum kopieren und hier noch in die anderen Dinger reinpacken.
So, fertig. Jetzt kann ich die Datei noch speichern und fertig. Und ich speichere sie auch für euch als gelayertes Image, dann könnt ihr direkt darauf zugreifen und damit weiterarbeiten. Und nenne das Ganze die 10 Gebote. Ja, habt ihr dadurch Inspiration bekommen? Habt ihr selber Ideen oder Tipps, wie man das noch machen kann für andere? Dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Würde mich freuen, Rückmeldung zu kriegen und dass wir uns da ein bisschen austauschen. Viel Erfolg und ciao!